Wo kommt er denn jetzt her? Der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Okay. Von hier hinten, da war anscheinend einer. Oh, ist noch einer. Hi. Okay, und noch einer, oder? Nope. Okay. Köderschädel. Haben wir hier, glaube ich, alles erlegt. Können wir jetzt mal hier hinten weiter. Große Typ mit fettem Hammer. Oh, da unten ist eine Tür. Ach, stimmt, da haben wir eh gesehen, da kann man hin, ne? Ist er hier böse? Ich kann ihn nicht anvisieren, also gehe ich mal davon aus, dass er nicht böse ist, vielleicht? Nee, ist er, okay, ist er nicht. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. Der hat einen coolen Helm und einen coolen... If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. Ja, will ich da jetzt auch. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Ja gut, er hat jetzt irgendwas von Hollows erzählt, aber ich bin ja gar kein Hollow. Ich bin unkindled one. If like the others you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Drapes right past the abandoned church. Hopeless. The whole lot of you. Like little moths flittering towards a flame. If like the others you think of. Das hier kann man sich runterfallen lassen. Na gut, aber ich hab nicht voll. Aber gibt's auch noch einen normalen Weg runter oder ist das hier ein Secret? Muss ich mich hier runterfallen lassen? Wenn es einen normalen Weg gibt, dann nehme ich, glaube ich, erstmal den normalen Weg, bevor ich jetzt irgendwelche krassen Strats hier ausprobiere. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen, ist ja klar. Wer hätte das gedacht? Ja, und sonst ist hier nichts, oder? Da unten ist ein Baum. Kann man da hin? Oh Mann, eine Tür, die aufgeht. Komme ich jetzt schon wieder ins nächste Gebiet dann oder muss ich erstmal links rumgehen? Siegfried. Oh, was trinken wir? Ich muss mal kurz. Ja und nein, okay. Das ist ein doppelter Aufzug. Ah, okay. Nehmen wir mal mit Siegfried aus Dark Souls. Wie kann der eigentlich überhaupt noch leben? Das sind nicht tausende Jahre. Gut, André gibt es ja auch noch, ne? Und zu sagen, es sind nicht tausende Jahre vergangen? Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegwart of Katarina. Siegwart ist ein anderer. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them.
but I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only goes down. But you know, with a little warming up, eventually... No. Ja, der ist doch gerade schon hochgefahren. I've got to use my head and think. Oder nicht? Kann ich den jetzt nehmen? Stimmt, der fährt wirklich nur runter. This lift only goes down. So. Jetzt weiß ich, was du mit doppelt hast. Okay, jetzt. Ja, ja, jetzt ist er doch da. Jetzt stell dich hier drauf, du Depp. Jetzt geh drauf, dann fährt er doch hoch. Okay. Bin ich ohne ihn gefahren. Da war eine Zwischenebene. Da war eine Zwischenebene, glaube ich. Warte mal, Marcel, habe ich mir dazu nicht auch was aufgeschrieben? Das habe ich mir doch, glaube ich, sogar aufgeschrieben, oder? Zu den Quests von dem Typen. Ich glaube, ich habe sogar aufgeschrieben. Hochfahren und dann auf mittlerer Ebene runterspringen oder irgendwie sowas. Ich hatte mir die Quests ja vorher, hatte ich mir Notizen gemacht. Ah, das ist der Typ mit dem Bogen, oder? Kann das sein? Kennt ihr... Who are you? Frieden schließen. I help anytime. Junger weißer Zweig. I help anytime. Oh, da gab es doch auch so einen Riesen in dem Dark Souls 1 Add-on, oder? Da war genau sowas. Da muss man auch schon auf den Turm oben drauf und da war dann und der hat dann letztendlich den schwarzen Drachen. Timothy Calamet hat der abgeknallt, glaube ich, damals. Oh, hier ist nichts. Okay. War anscheinend nur mit Riesenbögen. Okay, aber jetzt haben wir ja von dem Siegwart das Ding gemacht. Das haben wir jetzt gemacht. Der weiße Zweig ist hier. Ja, okay, dann, ja, stimmt, den weißen Zweig haben wir bekommen. So, und jetzt muss ich auf der Zwischenebene muss ich raus. Wo ist die hier, wo das Holz ist, oder? Das war knapp. Was bringt der weiße Zweig überhaupt? Aber stimmt, gab's, ne? Hier, verwandeln, um in die Umgebung einzufügen. Toll. Und was hat nochmal, was habe ich hier noch gehabt? Abfall, wertloser Abfall. Okay. Ah, jetzt sitzt der hier. Oh. Okay. Das fette Vieh kann ich da nicht schießen, oder? Von hier aus einfach abknallen. Aber da sehe ich schon ein Item. Oh Gott. Nein, wie dumm, kann man hier ausnehmen. An dem kommt man gar nicht vorbei. Ah. Oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. Ach, damit schießt er dich nicht mehr ab. Ja gut, er hat ja bestimmt nicht auf mich geschossen. An epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe das Rätsel gelöst. Zack. Weil du jetzt nicht auf den linken... Ach so, ah. On some days I begin to doubt myself. Ich bin noch nicht auf dem linken. I went up the tower, so I thought. Then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? Yeah, see. I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. I could try talking some sense into him. Vernünftig. No, I think not. He's far too overheated. I've
got to use my head and think. Was hatte ich mir denn aufgeschrieben? Man muss gegen den Dämonen kämpfen, ne? Man muss gegen das Vieh kämpfen, glaube ich. Das hatte ich, glaube ich, aufgeschrieben. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Ich glaube, das hatte ich sogar aufgeschrieben. Können wir die nicht irgendwie runter... runterkicken hier an der Hämmerknochen, okay. Gott. Na gut. No. Was wir jetzt erwarten sollen. It's too late now. Ah, er kommt auch. Ah, nice. I seek word of the Knights of Katarina. Fight by your sword. Damage. Kämpft er nur gegen den anderen. Ich hab keinen Dings. Scheiße. Was war das? Und ich bin wieder hier. Oh Gott. Monster kill, kill, kill. Das war so weit. Scheiße! Das war so... Wir waren so weit! Boah, das war aber fies. Das hat mich gewone-shottet. Was auch immer das war... Der Dicke schafft das alleine, echt? Okay, dann sollte ich den wirklich hauptsächlich drauf konzentrieren, dass der kämpft, oder? Diese andere Rate. Ups, nee, das wollte ich nicht. Mann. Und vor allem das Vieh war fast tot, ne? Das war wieder so richtig typisch. Das Vieh ist fast tot. Und macht dann irgendeine krasse One-Shot-Attacke. Also wir müssen ja nicht jeden Gegner töten, der unterwegs ist, ne? Das ist mit das geilste Souls-Spiel, ja, merke ich. Geil. Geil unfair. Tschüss. Weil dass ich den nicht ganz kill, nervt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch an den beiden Dicken vorbei und dann sind wir ja eigentlich schon wieder an der Stelle. Dann sind wir eigentlich schon wieder da. Zu spät gedacht, dass er habe ich vorher nicht genug Damage gemacht. Ja.
Was bei mir ist übrigens auch ein Leuchtfeuer. Hier irgendwo, oder was? Hinter mir ist ein Leucht. Achso, das da oben. Ne, das habe ich schon. Das da oben. Das da oben, was da bei diesem Gebäude da oben ist. Oder beziehungsweise da, da müsste es drin sein. Oder das da. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Das stimmt, von da ist vielleicht kürzer, ne? Wenn ich hier neu anlaufen muss. Ist vielleicht von da aus kürzer. Ist der Fahrstuhl jetzt oben oder unten? Vielleicht ein bisschen hoch. I could try. Okay, versuchen wir es nochmal. Zum Glück ist resettet. Dann versuchen wir es nochmal. Komm her, du Kackvieh. Aufpassen, wenn er irgendeine krasse Feuerattacke auflädt, dann muss ich weg. Okay, lassen wir ihn erstmal. Jetzt, jetzt, oder? Jetzt. Jo, wo geht er denn hin? Was mit ihm verkehrt? Jetzt kommt er diese Attacke, oder? Die ist krass. Okay. Nice. Folger Edelstein. Okay, also den Solo. Geliebt Blut. Den Solo ohne ihn hier ist, glaube ich, krass. Aber kann der sterben? Kann der Siegfried sterben? We unkindled must put our duties first. Ah, er ist auch mal unkindled. But for the moment, we've a toast to make. Siegbräu. Siegbräu, geil. Your valor, my sword and our victory together. Long may the sun shine. Praise the sun. Anstoßen. Yes. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Pennt jetzt echt oder was? Hier mitten auf dem Schlachtfeld. Ja. No fucks given. Ah, guck mal, hat sogar ein Emote von dem bekommen. So, hier war nichts mehr. Den hätte ich, glaube ich, schon alles eingesammelt. Ich habe schon total viel Loot noch rumliegen. So, was ist hier? Alles hier einwerfen? Nee. Irgendwie wieder eine Leiche am Baum irgendwo. Das war aber viel. Das war aber viel gut. Hä? Das ist jetzt nicht getroffen. What the fuck? Okay, guck mal gleich mal, ob wir da irgendwie anders dran kommen. Großkeule, okay. Falsches. Oh.
Bleiche Zunge. Was macht das? Beweist, dass ein Eindringling einen Träger der Glut besiegt hat. Das ist ein PvP-Item, oder? Nordlandhelm. Okay, Nordlandklammer. Schön, schön, schön. Hier habe ich gerade noch durch ein Fenster ein Item gesehen, irgendwo. Hier. Der eine hat eine andere... Guckt mal, der eine hat eine andere Farbe. Der eine hat eine andere Farbe. Okay. Da dachte ich, ich wär an etwas. Was ist jetzt für ein Kügelchen? Stärkt vorübergehend die Feuerschadensminderung. Okay. Wie viel Elementarsachen an Ring- und Consumables man hier kriegt. Und man hat überhaupt gar nichts mit Elementarschaden zu tun hier in dem Early Game, wo ich gerade bin. Manchmal lohnt es sich, einfach mal anvisieren zu drücken. Tatsache, warum sind die jetzt böse? Der andere, der die gleiche Farbe hatte, war das nicht. Die kriegen aber gut auf die Fresse. Okay, also die mit den anderen. Doch die mit der anderen Farbe. Einfach immer mal anvisieren drücken. Köderschild. Das mache ich sowieso total oft. Einfach irgendwo langlaufen und die ganze Zeit Gegner anvisieren drücken. Das ist ein gutes Strat. Hier an. Warum leuchtet es hier so hell? Ich wollte gerade sagen, habe ich da irgendwas rechts gehört? Was ist der für ein? Was hat denn nicht gerade ein Geräusch gemacht? Aber die sehen eigentlich gar nicht. Hallo. Typen da noch hinlocken lassen. So. Das sind alles keine. Die haben auch andere Farben. Was ist das hier für ein Baumvieh? Oh, sorry. Sorry. Irgendwie hat mir das Instant Damage gemacht. Oh, der kriegt der. Ja, okay. Wieso hält der jetzt so viel aus? Oh, der hat nur ein paar. Oh, der hat jetzt aber viel ausgehalten. Schwitten Seele. Der hat jetzt aber echt viel ausgehalten, der Kollege. Kriegen wir da viele Schaden? Okay, war anscheinend Special Key. Aber der hing ja auch nicht in der Decke, ne? Der war ja. Kann es sein, dass die. Das.
Kann es sein, dass man irgendwie mit Schwertern keinen Schaden an den Viechern macht? Pullen, glaube ich. Die schlagen dich sofort zurück. Ach so. Einzeln pullen. War einfach langsam weg. Einfach mal einen Kopfschuss nach dem anderen geben. Achso, das ist so eine Zaubernde. Die war, glaube ich, einfacher, glaube ich, beim letzten Mal. Aber jetzt auf einmal kämpft sie doch damit, oder was? Okay, die hat, das ist irgendwie ein Grab oder so. Okay, die Zauberer sind leichter von denen. Die Zauberer sind leichter. Das sind alles keine Gegner. Aber kaputt gehen tun sie trotzdem nicht. Irgendwie. Okay. Machen wir mal. Bin ich eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht am Anfang, wenn man dieses Gebiet betritt, immer noch nicht den linken Weg gemacht. Ich werde hier gerade immer weiter weg und weg und weggezogen. Ich habe immer noch nicht den linken Weg gemacht. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, erst links lang müssen, oder? Das wäre vielleicht besser. Erst links lang und dann den rechten Weg. Ich glaube, ich habe es genau falsch rum gemacht. Hä? Was ist hier? Links ist so gesehen optional. Ach so. Oh, dann hätte ich erst links lang. Wenn links optional, dann hätte ich erst links lang. Flints Ring. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Körperliche Angriffe, die ich mache oder die ich bekomme. Jetzt mal erstmal weg. Also runterfallen wollte ich eigentlich nicht. Die du machst. Oh, dann nehme ich es rein. Die ich mache. Aber verringerte Belastung wahrscheinlich. Oh, jetzt mache ich aber schon eine fette Rolle. Warte mal. Dann nehme ich mal die wieder raus. Die wieder raus. Immer noch. Shit. Den kann ich mir momentan nicht leisten. Kann ich mir momentan nicht leisten, den Ring. Glaube ich. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Und vor allem, wenn ich eh eine Fettrolle mache, oder wie das heißt, wie viel Damage kriege ich dann überhaupt aus dem Ring raus? Hä? Wo geht's jetzt lang? Ach, hier! Jetzt weiß ich, wo ich bin. Da unten, da war die Tür zu. Wie geht's hier runter, oder was? Da runter, okay, gut. Jetzt da hin. Okay. Guter Anfang. Heimatknochen. Okay, immerhin kommen wir jetzt schon mal hier weg. Immerhin kommen wir schon mal hier weg, falls gleich nicht weitergeht. Weil zurück komme ich ja jetzt nicht mehr. Ich komme ja nicht mehr da hoch. Ach du Scheiße.
tatsächlich nicht machen wollen, glaube ich. Ich kann eigentlich nur dahin, muss ich dahin springen, oder? Auf diese Zwischenebene. Oh, das wird jetzt gefährlich. Okay, es ging besser als gedacht. Es ging besser als gedacht. Okay. Weste von Myrrh. Okay. Chlorantiering. Oh! Der war, glaube ich, gut in Dark Souls 1. Der hat mehr Ausdauerregeneration gegeben, oder? Ja, erhöht aus. Den müssen wir nehmen. Den muss ich nehmen. Wenn ich jetzt eine Fettrolle mache, kann ich irgendwas anderes ausziehen. Dann machen wir mal hier einen anderen Helm. Ist der leichter? Ja, der ist leichter. Jetzt geht's wieder, okay. Sieht so ein bisschen scheiße aus, aber diesen Ring muss ich einfach nehmen. Wie scheiße ich jetzt aussehe mit diesem Helm. Wie, hier ist nix? Nö. Okay. Warte mal, aber jetzt bin ich doch kein bisschen weitergekommen. Ich bin doch jetzt wieder am Anfang. So. Können wir jetzt auf die Hexe hier links? Ich bin doch jetzt wieder am Anfang. Das heißt, es hat doch alles überhaupt gar nichts gebracht. Es war doch jetzt null. Also cool, ich habe einen coolen Ring bekommen, klar, aber. Wieder so eine Magierin. War das eine Magierin oder eine Kämpferin? Wie konnte man noch. So, genau wo ich zuschlagen will, holt sie auch mal auf. Das ist immer gut, da kann man immer kriegt man immer easy damage auf die drauf, wenn die das machen wollen. Damit er gleich nicht auf dich schießt. Achso, jetzt muss ich links lang, oder? Jetzt muss ich am Anfang links lang. Wie komme ich hier wieder weg? Wie komme ich jetzt zu einem Bonfire? Achso, ich kann einfach so, ne? Ja. Jetzt muss ich links lang, okay. Stehe. So. Reden wir erstmal mit dir. Welcome, Husband. Aufsteigen. Immer mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage. Nice. Ich glaube, ich mache so, ich halte immer Geschicklichkeit. Also ich will. Geschicklichkeit, Vitalität und Kondition. Und ich glaube, ich halte Geschicklichkeit immer doppelt so hoch wie die anderen beiden. Also ich mache immer zwei in Geschicklichkeit und einen in die anderen beiden. Also wenn die jetzt auf 14 sind, bringe ich den jetzt auf 28 und dann immer doppelt sozusagen. Das glaube ich meine Strat. Jetzt kaufen wir uns noch wieder ein paar Pfeile. Bis 99. So, zu weit. 79 brauche ich, ja. Ashen Watmer. Hatte ich zwischendurch wieder einen Estus-Flakon? Nee, ne? Ah, das ist gut nicht. Achso, aber warte mal, wir haben noch voll viele neue NPCs, mit denen habe ich noch gar nicht geredet.
Und ihm muss ich ja noch den Knochen bringen, stimmt. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part, huh? Knochen von Loretta geben. Ja. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. Ach toll, jetzt kann ich den Ring behalten. Well, a little trinket of thanks, I suppose. Okay. You can keep the ring. Also, okay, er sagt nur das Gleiche. Okay, kann man bei ihm seinen coolen Helm kaufen? Seinen Hut? Nee, ne? Nee, schade. Goodbye. Oh, this place. So. Dann hatten wir doch noch Cornix. Corny. Da ist noch ein. Ah, da ist Joel aus The Last of Us. Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Sprech. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Balwing, okay. As I have said, I'm a wee bit of... Gegenstand kaufen. Ah, der hat Magie. Okay. Aber gut, ich bin kein Magier. Wahre Stärke. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Kriegt kostenloses Update. Nice. Das war's. Be safe. Das ist ja nice, dass der einem einfach so ein kostenloses Ding. Ah, da habe ich mir auch was so aufgeschrieben. Ich glaube, man kann das sogar mehrfach. Marcel, das hatte ich auch geschrieben. Ich glaube, man kann sogar. Ich glaube, 5 Upgrades muss man von dem holen oder irgendwie sowas. Das hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben.